Hallo, ich bin Andrea vom Anti-Stress-Team und heute erfährst du, was Waldbaden ist und wie enorm du davon profitierst, mal richtig in einen Wald einzutauchen. Viel Spaß dabei! Waldbaden. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den Begriff zum ersten Mal gehört habe. Ein neuer Trend aus Japan soll das sein, nennt sich Shinrin-yoku. Aha, also ich dachte, ja, müssen wir jetzt schon normale Waldspaziergänge zu einem großen Trendthema machen? Also das kam mir irgendwie komisch vor zu Beginn, muss ich zugeben. Also habe ich ein bisschen recherchiert und habe schnell herausgefunden, nee, das ist gar nichts Neues und auch gar nicht so trendig. In Japan gibt es das schon richtig lange und dort wird seit Jahrtausenden bekanntes Wissen genutzt, damit sich Menschen besser fühlen und sogar um Krankheiten zu therapieren. Und das klingt schon wieder echt spannend. Es geht also nicht darum, etwas Besonderes zu tun, sich einen Bikini anzuziehen zum Baden, sondern schlichtweg um Folgendes beim Waldbaden. Es geht darum, einfach im Wald zu sein, wahrzunehmen, stehen zu bleiben, alle Sinne zu aktivieren. Wir könnten mal eine kleine Übung ausprobieren. Versuch mal Folgendes. Mach mal kurz die Augen zu und stell dir vor, du stehst in einem richtig schönen Wald. Du stehst vielleicht auf einer Lichtung, bist ganz allein und jetzt kannst du dir vorstellen, was du alles riechst. Du riechst vielleicht Waldboden, nasses Moos oder auch einfach ganz frische und klare Luft. Überleg mal, was du so hören könntest. Vielleicht Vogelgezwitscher, das Knacken von Zweigen, Windrauschen in den Baumwipfeln. Und wenn du jetzt die Augen wieder aufmachen würdest, was würdest du sehen? Vielleicht eine Maus, die vorbeihuscht oder Blätter, die im Wind wehen? Merkst du was? Ich wette mit dir, allein die Vorstellung von dieser Waldsituation bewirkt, dass du dich besser fühlst. Und das ist ja jetzt auch nicht so was Neues. Ne? Geh raus an die frische Luft, dann geht's dir besser. Das sagt man doch so. Was also ist denn jetzt genau dieses Waldbaden? In der Übung hast du es schon so ein bisschen gemerkt. Waldbaden ist mehr als ein normaler Spaziergang, obwohl die Grenzen schon fließend sind. Ne? Also wer zügig durch den Wald marschiert und an den nächsten Arbeitstag denkt, der badet jetzt eher nicht im Wald. Wer jetzt aber beim Spazierengehen langsam unterwegs ist, auf seine Umgebung achtet und das bewusst genießt, ja, der badet im Grunde schon. Wenn du also richtig Wald badest, dann bist du vor allem langsam unterwegs. Richtig schön langsam. Ne? Du bleibst mal stehen, schaust dich um, schließt die Augen, lehnst dich vielleicht an einen Baum oder legst dich sogar mal hin. Du nimmst dir also richtig Zeit, um wirklich alles um dich herum intensiv wahrzunehmen. Und das Grundmotto lautet Entschleunigung, ruhig wahrnehmen. Was solltest du also logischerweise nicht tun? Ja, aufs Telefon schauen, am besten ganz ausmachen, das hilft am meisten. Du solltest dich auch nicht unterhalten und du solltest auch nicht grübeln, nicht zu viel nachdenken, sondern in dem Moment sein, den Wald wahrnehmen, alles um dich herum. Deine ganze Aufmerksamkeit, die gilt deiner Umgebung. Wenn du merkst, dass du abgelenkt bist, ja, dann schaust du vielleicht einfach den Ameisen zu, die über den Boden krabbeln oder schaust in irgendeinen Baumwipfel. Das ist durchaus eine Art zu meditieren. Also ne, die Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Objekte gelenkt, in diesem Fall Blätter, Gras, Moos, Tiere, und diese Objekte bewusst wahrzunehmen. Und dass Meditieren unglaublich stressreduzierend und gesund ist, das ist ja allgemein bekannt. So, was haben wir jetzt schon mal verstanden? Waldbaden tut also gut. Aber wenn man genau hinschaut, was passiert denn jetzt genau in unserem Körper? Und das ist wirklich spannend. Das parasympathische Nervensystem, das wird aktiviert und das lässt uns innerlich entspannen. Blutdruck und Puls verringern sich, Stresshormone werden reduziert, also Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, der Blutzuckerspiegel sinkt und das Immunsystem wird gestärkt. Wir haben in unserem Körper sogenannte Killerzellen, die kranke Zellen erkennen und abtöten und die profitieren von solchen Naturbesuchen. Das klingt gut, oder? Jetzt profitiert aber genialerweise nicht nur unser Körper, sondern auch hier oben, da passiert so einiges. Also positive Emotionen werden gestärkt, du fühlst dich wohler, entspannter, frischer. Und in gleichem Maße, wie die positiven Emotionen steigen, lassen negative Gefühle nach. Waldbaden wirkt nachweislich gegen Anspannung, Stress und sogar Depressionen. Besonders in Japan werden solche Therapien, Waldbadtherapien für depressive Patienten eingesetzt und die schlagen besser an, wenn sie eben in Naturumgebungen stattfinden. Spannend, ne?
Es fällt uns, in diesen Wäldern auch leichter abzuschalten und in Ruhe über das zu reflektieren, was uns beschäftigt. Ja, natürlich beim reinen Waldbaden sollten wir eher in dem Moment sein, das um uns herum wahrnehmen, aber trotzdem, automatisch gewinnen wir Abstand von unserem Alltag. Und auch schön, wir können besser denken, klarer denken. Eine Studie aus 2012 hat zum Beispiel gezeigt, dass Probanden 50% besser kreative Probleme lösen konnten, wenn sie zuvor einige Tage in der Natur verbracht hatten. Das Tolle ist, viele dieser Effekte halten bis zu einer Woche nach dem Waldbaden an, wenn du jetzt zum Beispiel mal eine Stunde im Wald verbracht hast. So, Waldbaden tut also Körper und Seele gut. Verstanden. Aber jetzt sind wir mal neugierig, warum ist das denn jetzt so? Ist das jetzt nur Einbildung oder Hokuspokus oder gibt es auch eine echte Erklärung dafür? Ja, also zugegeben, so richtig konnte die Wissenschaft das noch nicht nachweisen, zumindest nicht genau an einzelnen Punkten festmachen. Es gibt die nachgewiesenen Effekte, aber warum die auftreten? Ja, dafür gibt es zumindest schlüssige Theorien. Die erste Theorie. Emotional positive Reaktionen in uns drinnen, die werden dann hervorgerufen, wenn sich die Umgebung, in der wir uns gerade befinden, positiv auf unser Überleben auswirkt, ganz evolutionär gesehen. Also frei in einem einsamen Wald dürfte es uns also deutlich positiver oder besser gehen, als eingepfercht in einem engen Büro. Dann, die Natur, die hilft uns offenbar dabei, uns mühelos zu konzentrieren. Und das hat einen regenerativen, entspannenden Effekt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich sehe einen Baumwipfel im Wind oder eine hübsche Lichtung. Solche Reize, die faszinieren uns oft so, dass sich das Gehirn entspannen kann. Und solche Momente kommen in städtischen Umgebungen oft viel zu kurz. Im Wald ist auch die Konzentration von verschiedenen Pflanzenstoffen höher. Genauer gesagt heißen die Terpene oder Phytonzide. Das klingt erstmal kompliziert, aber diese Stoffe, die haben den tollen Effekt, dass sie unser Immunsystem aktivieren und entzündungshemmend wirken. Also auch wirklich ein ganz klarer körperlicher Effekt. Ja, und dann haben wir noch natürlich indirekte Effekte. Weniger Lärm im Wald, sauberere Luft. Wir befinden uns einfach in einer Umgebung, die uns natürlich gut tut. Und dann gehören bewusste Auszeiten natürlich zu unserem Rhythmus von Anspannung und Entspannung. Im Wald stehen Entschleunigung und Regeneration ganz oben auf dem Programm und die bringen unseren Körper schön angenehm in diesen Rhythmus rein. So, jetzt fassen wir das mal zusammen. Es gibt also massig Untersuchungen. Welcher Faktor jetzt genau sich so positiv auswirkt, das werden wir wohl nie wissen und das müssen wir oft auch gar nicht. Vermutlich ist es eine Kombination, die uns einfach so wahnsinnig gut tut. Und dass es uns gut tut, das ist ja nachgewiesen. Und mir reicht das absolut als Motivation, häufiger in den Wald zu gehen. Was also kannst du jetzt tun? Logisch, geh raus. Nimm dir die Zeit, genieße mit allen Sinnen und nimm das alles wahr. Ja, ich weiß, jetzt höre ich natürlich schon wieder die Frage, aber ich wohne in der Stadt und hier gibt es keinen Wald. Was mache ich denn nun? Das Gute ist, auch in Parks mitten in der Stadt wurde in Untersuchungen nachgewiesen, dass der Parasympathikus mehr arbeitet, also unser Körper mehr entspannt. Der Puls ist niedriger, das Wohlbefinden steigt. In der Stadt musst du zwar auf ein Wachstum dieser Killerzellen verzichten, aber immerhin, auch es hat schon Effekte, in der Stadt sich in Grünanlagen zu bewegen. So ungefähr 1 bis 4 Mal im Monat richtig waldbadende Ausflüge sind optimal, aber es darf natürlich auch deutlich mehr sein. Jetzt müssen wir es aber auch gar nicht so kompliziert machen. Ne? Geh einfach raus, genieße die Natur und mach dir keinen Kopf, dass du jetzt alles richtig machen musst, dass du dich hochgradig konzentrieren musst oder so. Wie bei der Übung ganz zu Beginn gezeigt, geht es einfach nur darum, mit allen Sinnen zu genießen, einfach so richtig, richtig einzutauchen. Also, das klingt doch total schön, oder? Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, mal wieder raus in die Natur zu gehen. Wenn dir das gefallen hat, dann like doch gerne das Video und abonniere unseren Kanal, dann bekommst du nämlich regelmäßig Videos rund ums Thema Stress und Entspannung geliefert. Und weißt du eigentlich, dass du dich bei uns kostenlos zum Thema Stress beraten lassen kannst? Klick einfach mal auf den Link unter dem Video, dort erfährst du mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.